Ich war 2 Wochen lang im Urlaub. Ich habe 2 Wochen lang jeden Tag meine gesamte Klugheit gespeichert. Ich habe nichts gedacht, 2 Wochen lang. Ich habe jeden Tag vielleicht mal so ein bisschen, wie viel Uhr ist es gerade oder so, aber mehr habe ich nicht gedacht. Ich habe sämtliche Klugheit aus 2 Wochen, habe ich eingepackt, habe ich eingetuppert, habe ich eingefroren, habe ich in den Kühlschrank gepackt und heute mache ich die Box auf und die Klugheit kommt raus und ich werde jedes bisschen davon brauchen, denn wir spielen fucking Baba Is You. Bis gleich. Ja. Ich habe alles eingepackt, ich habe alles mitgebracht, alles ist dabei. 2 Wochen kondensierte Klugheit, Klugheitskraft wird reingedrückt in dieses Spiel rein. Denn es wird immer schwerer, Baba Is You. Ich weiß, ich habe das letzte Mal vor 3 Wochen gespielt oder so, gnadenlos gescheitert an so einem Level. Einerseits habe ich meine Klugheit aufgespart, andererseits habe ich auch Abstand genommen. Ich habe ein bisschen Distanz genommen, ich habe ein paar Schritte zurückgegangen. Oft ist es ja so, man sieht so ein Bild und man denkt sich, was soll das sein? Was sind das für komische Kröselpunkte und so? Und dann nimmt man ein bisschen Abstand, ein paar Schritte zurück und merkt, ein wunderschöner Sonnenaufgang. Und genauso wird das heute auch passieren. Wir spielen Baba Is You, ich habe keinen Plan, wo ich bin, aber ich, hier oben, ich habe alles reingepackt. Randvoll mit Klugheit, dieser Kopf. Randvoll! Was war das nochmal? Okay, stopp, 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 stopp. Ich erinnere mich. Das war dieser fucking Überwelt-Level. Also, wer nicht weiß, was Baba Is You ist, Freunde, habt eine schöne Zeit. 20.30 Uhr, alles Mögliche, falls. Ich will euch bis dahin wiedersehen. An alle anderen, wie war das nochmal? Also, Baba Is You ist ein Spiel, in dem ist Baba anwesend, aber man spielt hier diesen Schädelkopf hier. Es ist alles ein bisschen verrückt. Also, wie war das nochmal? Wir sind jetzt in der Level-Auswahl, die, weil wir schon so weit im Spiel vorausgeschritten sind, aber selber ein Level wird. Was heißt das? Das heißt, wir können diese Objekte manipulieren und die Eigenschaften dieser Objekte durch Sätze verändern, die wir auch manipulieren können. Kleines Beispiel. Also ich steuere gerade diesen roten Schädel hier. Der kann diesen Stein schieben, ja? Weil hier steht der Satz, Rock is push. Löse ich den auf, kann ich den Stein nicht mehr schieben. Das ist schon das ganze Spiel. So, kein Problem. Ich erinnere mich noch so weit, dass wir diesen Flaggenlevel lösen wollten. So, was war das nochmal mit der Flagge? Also, diese ganzen Regeln definieren, wie sich die Objekte in dem Level hier verhalten. Und wir haben diesen Punkt Level. Also, der wurde, das heißt, damit können wir Level neue Eigenschaften geben. Wie war das denn nochmal? Warte mal ganz kurz. Ah, genau, wir hatten Level is Push. Genau, pass auf, warte mal. Wir hatten Level is Push. Und weil hier liegt dieses Is und damit können wir einen neuen Level definieren, nämlich Flag is Level war das nochmal, genau. Und warte mal, wenn ich das hier so wegschiebe, kann ich Level hier reinschieben. Überhaupt kein Problem, Leute. Ich habe das noch drauf. Alle, die sich Sorgen machen, oh, der hat alles vergessen in 3 Wochen. Nein, ich bin schlauer geworden. Ich habe alles Unnötige rausgeworfen aus meinem Kopf und nur noch pure Klugheit. Reine Schleue habe ich da reingedrückt. So. Und ja, warte mal. Was war jetzt hier mit... Warte mal. Was war mit Baba nochmal genau? Hier, da muss ich... Oh, ich habe sogar verloren. Eieiei, oh, fuck. Warte mal. Skull not facing Baba Is You. Ja, ja, richtig. Nee, da dürfen wir nicht durch. Das war was mit dem Kleinen hier. Warte, wir haben Baba Is... Ah ja, genau, Baba Is Grass. Genau, so war's. Ich erinnere mich doch. Baba Is Grass und an Grass können wir vorbei, kein Problem. Und jetzt schnappen wir uns Flag und passt alles. So, und an dem Level bin ich jetzt nicht weitergekommen. Ich kann mich nur noch grob an diesen Level erinnern. Die 5. So, pass auf. Wir gucken rein, wir machen uns frei. Oh, das war dieser scheiß Cursor-Nummer. Oh nee, das kann ich ja gar nicht leiden. Jetzt brauche ich den Cursor. Warte, wie ging das nochmal? Ah, so. Ah ja, okay, gut, das geht ja. Okay. Also, Level 5. Endless Corridor. Mr. Corridor. Corridor Norrington. Ach ja, das war die Nummer. Ich erinnere mich. Genau, wo der Skull oben... Also, jetzt erkläre ich euch mal ganz kurz, wie dieser Level funktioniert, ja? Ich erkläre es zu 20% euch und zu 80% mir. Also, hier steht... hier steht Skull is Pull. Das heißt... Der kann gezogen werden. Normalerweise können Objekte nur geschoben werden, der kann aber gezogen werden von einem Gegenstand, der direkt vor ihm liegt.
Hier heißt es Rock is you und Baba is you. Das heißt, sämtliche Eingaben, die ich mache, werden sowohl auf diesen kleinen weißen Baba als auch auf den Stein übertragen. Und der Stein zieht den Schädel. Das heißt, meine Bewegung ist dahingehend eingeschränkt, dass irgendwann der Schädel hier drüben ist und der Stein, wenn ich mich nach unten bewege, irgendwann den Satz Flag is win auflöst und ich den Level nicht mehr gewinnen kann. Denn den Level gewinne ich in dem Moment, in dem ich die Flagge berühre und gleichzeitig der Satz Flag is win gilt. Also muss ich es irgendwie schaffen, die Flagge zu erreichen, bevor dieser Stein den Satz auflöst. Weil jetzt kann ich nicht mehr gewinnen und ich kann mit diesem System hier oben nicht interagieren. Das heißt, ich muss irgendwie durchkommen. So, soweit ich mich erinnere, war die Idee, dass wir uns irgendwie beschleunigen, und zwar mit Keke. Dass wir nämlich schreiben, wenn wir nämlich zwei Subjektive kombinieren, zum Beispiel Keke ist Baba, dann wird Keke zu Baba. Unwiderruflich ist er jetzt ein Baba und jetzt kontrolliere ich beide. Und jetzt war die Idee, warte mal, durch dieses Wörtchen Shift. Genau, Baba ist Shift war dann. So, wir testen jetzt mal unabhängig davon, was da passiert mit dem... Oh Gott, das kommt alles wieder zurück, ey. Ich weiß genau, ich erinnere mich genau. Baba ist Shift, so. Wenn nämlich Baba ist Shift gilt und wir beide Babas aufeinander laufen, dann laufen die genau 2 Schritte pro Runde. Dann sind die super schnell. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, den Stein zu überholen. Weil ich bin ja Doppelbaba, ich bin ja 8-Fuß-Baba. Guck mal, ich habe mir die Staubwolken an. Bam! Und jetzt muss ich dieses ganze Gefrickel nur noch so hinkriegen, dass ich Speedbaba hinbekomme, bevor der Stein schon zu weit fortgeschritten ist. Warte, wie war das denn jetzt nochmal? So, warte, pass auf. Okay. Also, ich erinnere mich daran, Keke ist Baba. Aber wir dürfen nicht zu weit nach links laufen. Unsere Linksschritte sind begrenzt. Und wir dürfen ja Baba is you nicht auflösen. Das vielleicht so machen. Okay, das waren diese Frickel-Level. So, jetzt die Frage ist, wie können wir das jetzt mit möglichst wenig Linksschritten manipulieren? Also erstmal ist die Frage, ob der erste schon eine gute Idee ist. Weil nach rechts können wir uns so oft bewegen, wie wir wollen, nur nach links eben nicht. Aber jeder Rechtsschritt... Auf der anderen Seite... Ist die Frage, ob die Linksschritte überhaupt relevant sind? Oder ob nicht eher die Untenschritte wichtig sind? Weil wenn ich ja hier bin, bin ich ja auch schneller wieder unten. Oder ist die Idee, dass der Stein erst hier ist und ich mich dann sozusagen unlimitiert nach unten bewegen kann? Also welchen Weg muss ich beschleunigen? Den nach links oder den nach unten? Weil... Eigentlich... Warte mal, angenommen, wir machen das jetzt mal ganz dusselig. So, pass auf, pass auf, pass auf. Was ist denn, wenn wir das jetzt mal ignorieren? Und wir uns jetzt nur nach... Warte mal. Ich kann den ja wieder nach oben fahren. So, jetzt sind wir hier ein. Ah, warte, ich kann mich ja, warte mal, ich kann mich ja eigentlich auch, warte mal, bin ich gerade bescheuert? Mache ich mir es hier gerade schwerer, als ich es machen muss? Warte mal kurz, Shift ist ja auch, dass ich mich bewegen kann, ohne mich zu bewegen, oder?
Warte mal ganz kurz. Vielleicht ist es ja sogar irrelevant. Warte mal. Ja, das ist so ein dummes Manöver, ey, dass ich hier starte. Warte. Ich muss es ganz kurz mal testen. Keke ist Baba. Und jetzt, wie kriege ich dieses Shift am besten rüber? So vielleicht. Shit. Ich hasse das, wenn die so eine versetzte Formation haben. Warte mal. Keke ist Shift. So. Ist dumm. Aber jetzt, ich muss mal ganz kurz was testen. Wenn die hier aufeinander stehen, weil eigentlich kann ich ja alles wieder korrigieren, oder? Ich kann mich auch bewegen! Ach Gott, bin ich bescheuert, ey. Ich kann mich mit Shift ja auch bewegen, ohne dass ich eine Eingabe mache. Das ist ja geil, Freunde. Wenn ich hier die Leertaste drücke, kann ich mich bewegen, ohne was zu machen. Das ist ja mega leicht. Ach Gott, jetzt komme ich hier nicht rein! Nein! Ach komm! Jetzt bin ich zu schnell. Ja, das passiert mir oft. Warte mal, pass auf. Keine Angst. Keine Sorge. Scheiße. Warte mal, war das jetzt dumm oder war das jetzt notwendig? Vielleicht schieben wir den auch mal erstmal hier durch. Jetzt schon verloren. Aber warte mal ganz kurz. Wenn ich hier starte, zip, 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 geht's genau auf eigentlich. Und dann kann ich mich so runter bewegen. Leute, das geht, Mann, das geht. Warte mal, pass auf. Jetzt habe ich es nur irgendwie Ich hasse diese Fummel-Level. Die kann ich gar nicht. Mache ich das denn am cleversten mit dem Shift? Das muss cleverer gehen. Das Keke darf ich ja nicht bewegen, aber das... Eigentlich geht das nur so. Ja, ich mach das halt. Na, sorry, Leute. Ich weiß. Mann, es tut mir leid. Das ist meine allergrößte Schwäche, sind diese scheiß Fummeldinger, ey. Warte mal, ganz kurz. Wo kann dieses scheiß Shift hin, wenn nicht nach rechts? Es sind so viele unnötige Linksschritte, Mann. Das bringt nichts. Sorry. Okay, come on, konzentrier dich. Warum kriege ich das nicht hin? Mich ärgert das wirklich. Warte mal. Ich mach's einfach so, wie ich es vorher gemacht habe. Nee, ich gehe den nach rechts. Ich muss den da nach rechts nehmen. Und dann weiß ich leider nicht weiter. Jetzt den einen nach unten. Das Problem ist, das behindert mich nur, wenn beide gleichzeitig was Relevantes schieben. Okay.
Okay, okay, aber er ist an der Seite, er ist noch nicht nach unten gegangen. Und jetzt gehe ich nach links, gehe nach oben. Und jetzt brauche ich nur noch einen nach unten. Unten, unten, unten. Rechts. Ah! Oh, yes! Alter! Ey, das ist so ein, das ist wahrscheinlich so ein 2-Minuten-Level für andere gewesen, aber bei mir ist es echt das Schlimmste. Aber Leute, wir haben es geschafft. Alter, mich erleichtert. Ich dachte, ich häng die ganze Woche an diesem scheiß Level. Jetzt geht's hier weiter. Was ist das denn hier für eine Straße? Ins Nichts. Okay, Meta. Ist das jetzt ein Level? What the fuck? Das ist nicht dein scheiß Ernst. Cursor is not push and not open and not you. Cursor? Oh, Leute. Level is level. Ghost. Ghost and Baba is you. Text is float. Oh Gott, dieser Level ist mein Albtraum. Hot Potato. Alter, das wird wahrscheinlich noch viel krasser als der letzte Level, wo man die ganzen Level durcheinander schieben musste. Okay, Leute, wir fangen an. Los geht's! Meta 1, Hot Potato, let's go. Okay, ist ein fucking Keke-Level! Es ist ein Keke-Hecken-Level! Ich hasse Keke, ich hasse Hecken. Aber das macht Spaß. Das macht Spaß, hier alles grün zu machen. Okay, pass auf. Worum geht's hier? Wall and hedge is stop. Wall near Keke is hedge. Near bedeutet, alles, was direkt einfällt, neben der Figur ist, hat diese Eigenschaft. Also, ich kann Walls zu einer Hecke machen. Okay, warum auch immer. Key near Keke is love. Okay, wenn er dem zu nahe kommt, wird's zu Herz. Okay. Key is push and open. Door is stop and shut. Keke is you. Okay. Ich kann mit dem Schlüssel die Tür öffnen und Flag is win holen. Ich kann dem Schlüssel aber nicht zu nahe kommen, weil er sonst zu einem Herz wird, das wahrscheinlich nutzlos ist. Okay. Gut. Das heißt, wir müssen den Schlüssel irgendwie zur Tür bringen, ohne ihm zu nahe zu kommen. Alles, was wir dafür haben, ist die Fähigkeit, eine Wall in eine Hecke zu verwandeln, die dieselbe Eigenschaft hat wie Wall, was irgendwie merkwürdig ist. Und wir haben diesen Satz, Key is push and open. Aber Text ist ja immer push, ne? Das heißt, wir können den Schlüssel zum Beispiel... Ah, diagonal ist ja auch, okay. Das heißt, wir können ihn zum Beispiel so schieben. Okay. Müssen nur genug Abstand halten. Okay, aber wie kriegen wir ihn nach oben? Wie kriegen wir den Schlüssel nach oben? Weil wir dürfen nicht auf die Diagonale ran. Okay. Wie kriegen wir den Schlüssel nach oben, ist die Frage. Was ist, wenn ich Keys Push auflöse? Dann kann ich ihn so nicht mehr bewegen, sondern das Wort geht oben drauf. Okay. Die Frage ist, wie kriege ich den Schlüssel nach oben? Dann muss ich erst ein Wort hier mit einem anderen Wort unter den Schlüssel schieben. Um es dann von unten nach oben zu schieben. Okay. Und jetzt... Jetzt nutze ich hier das und schieb den hier rein. Aber er ist nicht open. Okay, dann muss ich jetzt wieder den Satz zu Ende bauen. Keys push and open. Okay. Läuft.
Ich habe das jetzt mit den Hecken nicht verstanden, ehrlich gesagt, aber gut. Vielleicht ist das noch irgendwie so ein Ding, dass man das später noch mal ran muss. Oder es sollte nur helfen, Nier zu verstehen. Leute, weiter geht's. Ey, Meta, kein Problem! Adventure. Okay, bin direkt tot. Cool, perfekt. Baba, near wall is you. Alles klar, okay. Das heißt, ich kann mich nur in der Nähe von Wall hier aufhalten. Schaffe ich den Sprung hier? Ja, von hier nach hier. Das ist noch dem Nier und das ist dem Nier. Okay, also ich kann mich immer an der Wall entlang bewegen. Okay. So, dann haben wir Belt is Shift. Das ist der Belt. Text is Defeat. Aha. Wall is Stop and Defeat. Interessante Kombination. Baba near Wall is you. Win steht hier in der Mitte. Okay. Also an Win kommen wir gerade nicht ran, weil das zu weit von der Wall entfernt ist. Vielleicht müssen wir da irgendwas mit den Belts bauen oder so. Hier ist das Wort Text. Baba near Wall is you. Text is Defeat. Das ist merkwürdig. Was bedeutet das? Weil Text hat ja immer Push. Also wie kann ich dann Defeat haben? Okay. Aber wir kommen auf das Belt, ne? Ah, okay. Das Belt bewegt uns, auch wenn wir uns selber nicht unter Kontrolle haben. Verstehe. Okay, cool. Das heißt, wir kommen hier rüber. Aber wir kommen dann nicht mehr zurück. Wir können das hier beenden. Können wir Wall is you schreiben? Ah, verstehe. Wall is defeat. Das heißt, sobald Wall you ist, greift defeat und alles wird zerstört. Das heißt, wahrscheinlich kann ich dann auch nicht Text is you schreiben. Text is you geht auch nicht. Aber was machen wir mit dem Text? Das liegt hier schon mal sehr verräterisch. Hier oben. Könnten wir das irgendwie hier los... Warte, ich glaube, wir müssen erst mal neu starten. Weil wir nicht mehr auf die andere Seite kommen. Was können... Ah, hier ist ja auch noch mal eine Wall. Okay, da kommen wir ran. Also Text. Okay. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh, ich hab verloren. Ah, dann müssen wir vor das Text springen, oder wie? Ah, oh. Oh, ah, Text ist Defeat. Wenn es auf mich drauf fällt, habe ich verloren. Aber ich kann ausweichen. Okay. Was mache ich jetzt mit dem Text? Belt is Shift. Vielleicht. Okay. Aber near text is you. Okay. Aber jetzt komme ich hier nicht um die Ecke rum. Aber ich komme hier außen rum. Ja. Vielleicht kann ich jetzt mich bewegen, weil Text kann ich ja schieben. Ah, geil! Okay. Ich und mein kleiner Wallbuddy, wir sind unterwegs. Wo wollen wir hin? Wo willst du hin? Ich zeig dir die Welt. Ich zeig dir die Welt. Ich weiß, du bist Defeat, aber noch bist du mein Freund. Okay, was mach jetzt? Wall is Win. Wall is Shift. Belt is Wall. Wall is Belt. Wir können jetzt auf jeden Fall mit dem Win was machen. Ja, Wall is Stop. Das heißt, Wall is Win würde uns nichts bringen. Was machen wir jetzt mit Win? Jetzt müssen wir uns vor allem, jetzt müssen wir uns immer zusammenpacken, dass wir zusammenbleiben als Team. Was ist denn mit Belt is Win? Geht das? Oh shit. Nein! Du warst mein einziger Freund. Ach Gott, oh nein, ich bin hier gefangen. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwann Belt is Shift auflösen.
Aber ich glaube, der Anfang läuft ganz okay. Also, wir holen uns Text, springen davor, müssen im richtigen Moment abspringen, machen Babanir Text is you, gehen unten rum. Und jetzt, wie kommen wir an dem Belt vorbei? Belt ist Shift aufzulösen. Kommen wir hier um die Ecke. Warte mal, hätten wir das vorhin auflösen können? Eigentlich schon, ne? Hier. Nee, wir kommen nicht rüber. Wir kommen da nicht rüber. Warte mal, wie lösen wir Belt is Shift auf? Belt is Shift. Die Frage ist, kommen wir nur mit einem Text bewaffnet? Kommen wir da so weit in den Norden, dass wir Belt is Shift auflösen können? Ich sehe gerade leider nicht, wie das gehen soll, oder? Ich komme nicht auf die andere Seite. Vielleicht muss ich das... Warte mal, wie machen wir das? Win. Wir haben ja hier zwei Wörter. Vielleicht können wir uns damit genug Kletterseil bauen, um da weiterzukommen. Aber wie? Das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Okay, wie kommt man hier hoch, wenn ich hier Wörter hinbaue? Ich müsste ein Wort hier hinkriegen, um es zu... Nee. Vielleicht ist das Timing falsch. Vielleicht müssen wir das zu einem anderen Zeitpunkt auflösen, den Satz. Oder halt vielleicht auch nicht sofort sterben, wenn es geht. Das jetzt auflösen, haben wir verloren. Nee, wir müssen ja auch vor das Text springen. Jetzt geht's nicht, ne? Das ist ein Abstand zu weit. Nee, ich glaube, wir müssen das schon erst machen mit dem Babanir Text. Und dann können wir uns darum kümmern. Die Frage ist nur, wie. Wie kommen wir jetzt hier vorbei? Ich fahre den Text hier hin. Warte mal, vielleicht, wenn ich den Text hier hin und hier hin baue und mich dann mit dem Belt fahren lasse. Geht nicht. Es ist ja nicht beweglich. Ich brauche ja ein bewegliches Textfeld. Warte, vielleicht brauche ich hier. Warte, vielleicht schiebe ich das nur dahin. Ich komme immer noch nicht weit genug. Komme hier nicht hoch. Wie komme ich zu diesem Belt is Shift hier hoch? Warte mal. Vielleicht über die Seite. Wie könnte das gehen? Das geht nicht.
Das geht nicht, die klemmen immer hier ein. Ich müsste den beweglich haben. Wenn ich hier den nur bis hierhin schiebe, ist ja okay. Dann kann ich mich an das... Oh, warte! Kann ich den nach... Nee, kann ich den davor schon verschieben? Warte mal, wenn ich hier Wall climben kann. Warte mal! Ich glaube, ich muss den ein Stück zur Seite schieben. Solange ich noch an der Wand hänge. Ich glaube, das geht. Moment mal, genau. Nee, jetzt komme ich nicht zurück. Scheiße! Nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Fuck, ich kann den nicht verschieben, ne? Gar nicht. Überhaupt nicht. Scheiße, es geht nicht. So, wie komme ich jetzt hier durch? Wenn ich hier einfach quer durchgehe, dann zieht das alles nach rechts. Dann steht hier Text. Dann komme ich nicht weiter. Ich kann hier und hier Text hinbauen. Dann komme ich damit aber nicht weiter. Ich müsste irgendwie Text hinbringen, sodass ich ihn danach weiter schieben kann. Hierum geht nicht. Wenn ich mit dem Text hier auf das Fließband springe, ist er weg. Fuck, wie komme ich hier zu dem Belt is Shift? Warte mal, ich kann die ja auch so ein Feld auseinanderlegen. Ne? Da habe ich ja eigentlich die maximale Reichweite. Wenn die so ein Feld weit auseinander liegen. Was ist denn, wenn ich die so rausschiebe auf die andere Seite des Fließbandes? Also ich lege zum Beispiel hier einen bereit. Nee, das geht nicht. Nicht auf die andere Seite. Aber wenn ich den hier oben reindrücke... Ich kann, wenn ich hier einen parat lege... Hierhin. Dann kann ich immer wieder auf das Fließband springen. Wie er mir eine Sekunde Zeit lässt, bis ich selber check, dass ich verloren habe. Das ist echt nett von dir. Ich komme hier nicht vorbei. Und so komme ich zwar vorbei, aber habe keine beweglichen Teile mehr. Fuck! Vielleicht dann doch über links. Aber ich sehe nicht, wie das geht, leider gar nicht. Nicht das hier. Vielleicht muss ich neu denken, ob ich den schon irgendwie früher bewegen kann. Aber ich komme nicht davon weg. Ich kann mich nicht zwei Felder weit entfernen. Es geht einfach nicht. Thank you.
Next is you. Wie zur Hölle komme ich hier durch? Ich muss auf eines dieser Felder hier kommen. Auf das hier oder auf das hier oder auf das hier. Dann ist alles gut. Aber wie schaffe ich das? Dafür muss eigentlich hier ein Wort liegen oder hier oder hier oder hier oder hier. Auf dieser Ebene muss ein Wort liegen. Wie schaffe ich das? Hier kriege ich es nicht hin, weil ich nicht um die Ecke schieben kann. Hier kriege ich es auch nicht hin, weil ich nicht um die Ecke schieben kann. Für die gilt dasselbe. Und über das Laufband wird es immer wieder nur hier nach unten gelegt. Oder hier hin. Von da aus kriege ich es nicht hier nach oben. Wie soll das gehen? Kann ich von diesen Wörtern mit mir noch eins wegnehmen, ne? Baba nicht. Text is you wäre sofort defeat. You geht auch nicht, geht alles nicht. Ich habe nur diese beiden Wörter, was ja eigentlich gut ist. Ich habe ja eigentlich relativ viel Bewegungsspielraum. Ich kann die ja sogar so zwei Felder weit auseinanderlegen, ne? Also ich habe ja echt... Also wenn ich es irgendwie schaffen würde, eins irgendwie auf ein Feld über dem... Hier müsste eins liegen oder so. Wie geht das? Welt ist Schiff. Das heißt, hier kriege ich ein Wort, hier kriege ich ein Wort und ich stehe hier. Bringt mir gar nichts. Ich glaube, es ist im Endeffekt Belt is Win. Aber ich komme nicht hoch zu diesem Belt. Ich komme einfach nicht hoch. Hier kann ich ein Wort hinlegen, aber dann komme ich nicht weiter. Verdammt nochmal. Vielleicht müsste ich jetzt auch wieder den switchen. Warte mal. Warte mal, was war gerade die Idee? Ich switche es wieder zurück auf Baba Near Wall. Und dann kann ich ja hier hoch. Kann ich Wall bewegen? Nein. Was würde es mir bringen? Ja, das ist jetzt hier noch so alte Jugendsünden. Genau, ich hole mir hier das Wall. Durch das Wall hole ich mir das Win. Dass ich das schon mal sicher habe. Halt hier irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss das irgendwie verbinden. Dieses Near Wall und Near Text. Irgendwie muss ich das verbinden, glaube ich. Aber ich weiß nicht genau wie. Warte mal, wenn ich hier... Warte mal. Wenn ich hier jetzt mal die beiden Wörter... Ich bringe jetzt das Win hier hoch. Wo? Ich krieg's ja nicht über diese scheiß Belt drüber. Wenn ich das zum Beispiel hier hinkriegen würde, würde mir auch nichts helfen, weil ich komme nicht mehr auf die andere Seite der Wall rüber.
denn da los? Wohin komme ich mit Wall? Ah, warte mal. Ich kann ja, während ich Wall habe, auch den Text schieben. Das schließt sich ja nicht aus. Naja, aber halt nur bis hier. Das bringt mir nichts. Und wir sind uns aber einig, dass ich nicht auf die andere Seite zurückkomme. Hier, den Sprung, den schaffe ich nicht. Ich schaff's nur von der anderen Seite wegen des Berts. Mit dem Wall komme ich hier hin. Mit Text komme ich hier nicht vorbei. Mit Text komme ich auf die Seite. Aber dann kann ich ja den Satz nicht mehr ändern, wenn ich hier drüben bin. Wenn ich schaffen würde, auf die Seite zu kommen und dann das in Wall zu ändern, das würde mir auch nichts helfen, weil ich könnte ihn auch wieder nicht bewegen. Ich muss noch mal einmal ganz kurz das ganz systematisch abgehen, ob es nicht einen besseren Zeitpunkt gäbe. Kann es nicht bewegen. Wenn ich es auflöse, bin ich raus. Egal aus welcher Richtung. Ja, und hier ist auch vorbei. Es gibt wirklich leider, von, das Early ist einfach genau so, muss es sein. Ich muss den hier reinstoßen, muss dann auf das Fließband springen, muss im richtigen Moment nach oben. Anders geht's nicht. Und dann habe ich nur noch hier oben Spielraum, der mir nichts bringt. Ich kann es leider nicht anders machen. Bis hierhin ist alles notwendigerweise so, wie es ist. Dann hole ich mir das Wall und wie geht's dann weiter? Ich kann den Satz schieben. Das bringt mir gar nichts. Holy crap, Leute. Holy fuck. Ich komme nicht zu dem Bertis Shift hier hoch. Es geht leider nicht. Den Text nicht um die Ecke und das Fließband hilft mir nicht. Aber ich kann es nicht früher auflösen. Es ist schlicht nicht möglich. Es geht einfach nicht. Es muss irgendwie über... Habe ich irgendwas übersehen? Text ist Defeat. Wall is stop and defeat. Das ist alles nicht. Ich glaube, ich habe das Grundproblem schon verstanden. Ich komme, es ist wieder nur so ein scheiß Eckenproblem. Hier kann ich was hin, es bringt alles nichts. Ich habe alles schon probiert. Ich komme an dieses... Mein Problem ist, dass ich schon verstehe, dass man vielleicht das hin und her switchen muss.
Aber in beiden Konstellationen komme ich nicht an dieses Belted Shift. Und ich kann dieses Win auch nicht gewinnbringend platzieren irgendwo. Dass ich jetzt sage, ah, geil, jetzt habe ich Near Text. Also lege ich dieses Win irgendwo so hin, dass es mir was hilft, wenn ich Near Wall habe. Aber ich verstehe nicht, wo das sein soll. Dass man es irgendwie so hinlegt, dass ich damit Wall das einfach auflösen kann. Aber ich komme ja nicht mal an den Satz ran in irgendeiner Weise. Ich kann mit dem ja gar nichts machen. Das heißt, Win hilft mir nicht, an den Satz ranzukommen. Und das ist das Grundproblem, dass ich nicht an den Satz rankomme. Ich muss das mit Near Text irgendwie hinkriegen. Near Wall hilft mir hier einfach nicht. Ja, das ist das Weiteste, wie ich komme. So, das ist die Weiteste. Und jetzt fehlt mir genau dieser eine diagonale Move. Der fehlt mir jetzt. Den kriege ich nicht hin. Auf dieses Feld hier, das schaffe ich nicht. Und ich kann mich ja hier auch nicht in den Weg stellen. Unabhängig davon, dass Win jetzt hier an der Ecke liegt. Wenn ich hier hingehe, sterbe ich. Fällt Win auf mich drauf. Was war das? Ah! Weil ich hier nicht mehr wegrutsche, wegen dem... Ah, geil! Ja, geil! Yes! Ich wusste es, dass da irgendeine scheiß Ecklösung ist, Mann! Oh, okay. Puh. Alter, bin ich froh. Das sind so Dinge, die sehe ich einfach nicht, ey. Das ärgert mich, aber die sehe ich einfach nicht. Ich muss da einfach rumdrücken und probieren und dann irgendwann klappt schon. Das ist einfach die alte Baba Is You-Thematik. Ist einfach. Man muss es einfach probieren. Okay, alles klar. Holy shit, was ist hier los? Flag is Flag. Text is win, flag is win. Moment, gibt's hier irgendeinen Trick oder was? Alles klar, Leute, GG, kein Problem. Okay, aber es geht nicht weiter. Also nehme ich mal an, der Gag ist, ich muss den Level irgendwie manipulieren. Mit hier oben steht schon, Level is flag, flag is win, text is win, belt is shift, belt is belt. Jetzt haben wir hier einen langen Satz. Lava is more and defeat and stop. Hier steht Baba. Und Baba near ghost is empty. Okay, auch interessant. Also wenn ich... Oh, wie er verschwindet! Wipp. Wipp. Alles klar. Gut. Das Problem ist, dass... Warte mal. Also, is level. Damit können wir schon mal irgendwas bauen. Was es am Ende wird, werden wir mal sehen. Aber wenn wir hier oben rumlaufen und uns das zum Beispiel das Baba holen wollen, für Level ist Baba, ja, dann flutet er das, dann flutet er den Level. Okay, alles klar. Diese Art von Level hatten wir schon mal, wo der das Level flutet mit Lava. Das ist okay. Und ich nehme mal an, dass es da keinen, ja genau, ich muss den machen, um Baba zu befreien. Okay, jetzt bin ich hier zwar sicher, aber dem Untergang geweiht. Okay, ich glaube, ich habe den Level verstanden. Ich würde sagen, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Ich überlege ein bisschen und dann sind wir zurück bei Baba Is You, Leute. Heute geht's voran, Freunde. Ich bin zufrieden bis jetzt. Ich bin zufrieden bis jetzt. Mal gucken, ob noch ein paar harte Level kommen. Wir sehen uns bis gleich wieder. Also
willkommen zurück bei Bubba Is You, die Sendung, in der ihr mich an meinem absoluten Schleue-Höhepunkt erlebt. Ich hab mich ehrlich gesagt in der ersten Hälfte der Sendung ein bisschen zurückgehalten. Ich dachte mir, okay, die letzte Hälfte wird knallhart, deswegen erste Hälfte einfach mal ein bisschen zurückhalten, ein bisschen auf die Bremse, aber jetzt geht's schon langsam los. Jetzt kommt Gang 2, jetzt wird's richtig schlau. Wir sind in dem Level, ich habe vergessen, wie er heißt, ist nicht so wichtig. Es ist wieder ein klassischer Lava-Flut-Level, kennen wir ja mittlerweile, kein Problem. Wir haben diese Lava-Felder hier und sobald Lava is more aktiviert wird, fängt es langsam an zu wachsen. So, die Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen, ist, wie können wir die Lava aufhalten? Und wir sehen hier schon, Text hält die Lava auf. Das heißt, wenn wir hier ein Wort hinkrägen, könnten wir das Ganze aufhalten. Aber das ist nicht so leicht, weil wir hier nicht manövrieren können, weil diese Geister uns auffressen, wenn wir denen zu nahe kommen. Und hier kommen wir auch nicht hin. Das heißt, wir müssen das wieder irgendwie hinkriegen. Und jetzt haben wir hier das Schlüsselwort Shift. Und ich glaube, wir wissen, was es heißt, weil wir haben ja schon gelernt, dass man mit Shift so ferngesteuerte Wortklumpen bauen kann, mit denen man Sachen machen kann. Da hatten wir schon diesen Level, wo wir an den ganzen Schädeln vorbeischießen mussten. Vielleicht klappt das hier ähnlich. Also, wir machen mal Belt is Shift, lösen wir mal auf. Holen wir uns mal. Und wir holen uns auch gleich ein Is dazu, oder? Belt is Belt. Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Wir holen uns direkt mal ein Is dazu. Es kann nicht schaden. So, und jetzt haben wir, genau, wie war das jetzt mal? Genau, wenn zwei Gegenstände genau aufeinander liegen und beide haben Shift, dann bewegen die sich selbstständig voran, weil die sich gegenseitig wegschiften sozusagen. Ganz logisch finde ich das nicht, ehrlich gesagt, aber gut, da fällt der Realitätsgrad von Bubba Is You ein bisschen ab in meinen Augen, aber das kann ja jeder selber entscheiden. Das heißt, wir gucken jetzt mal, ob wir das hinkriegen, mit Flag zum Beispiel. Flag hat keinen Push, aber Flag kann Shift haben. Warte, dann machen wir das mal, vielleicht können wir es mit Shift bewegen. Ah ne, wir müssen es andersrum machen. Das war jetzt ein Denkfehler, es war genau falsch rum. Text ist Shift zum Beispiel. Ah, mit Text können wir es schieben. Aber nur weil Text Shift hat, oder? Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz hier eine Grundsatzfrage stellen. Wenn Text kein Shift hat, kann ich es auch damit nicht schieben. Ah, alles klar. Ich verstehe es. Also müssen wir erstmal Flagge schieben auf einen guten Platz. Wichtig ist, auf die Ausrichtung zu achten. Weil die Flagge ist jetzt nach oben ausgerichtet. Und wir wollen sie ja nach rechts ausrichten. Eine Sekunde, das heißt, wir müssen mal ganz kurz das umschichten. Ups. So, jetzt ist es nach rechts ausgerichtet. So, jetzt lösen wir Text ist Shift auf. Jetzt ist sowohl Text als auch Flagge nach rechts ausgerichtet. Und jetzt müssen wir beidem Shift geben. Und wir haben natürlich wieder in klassischer Manier uns in einem Sackgasse manövriert. Fuck, ey. Warum ist dieses Is an der Wand, Mann? Weißt du was? Weißt du was? Weißt du, fuck you einfach. Fuck you. So. Win brauchen wir nicht. Nee, das war auch schon falsch, glaube ich. Ja, so ist es richtig. So. Jetzt brauchen wir Text is Shift. Damit können wir jetzt die Flagge bewegen. Und zwar an diesen Ort. Hm.
Wir machen nicht denselben Fehler nochmal, keine Angst. So. Jetzt lösen wir Text ist Shift auf. Und jetzt brauchen wir sowohl Text ist Shift als auch Flag ist Shift. Und jetzt müssten die sich eigentlich gegenseitig durch die Gegend shiften. Und dann schauen wir mal, ob das klappt. Yes! Da fliegt sie, die Rakete! So. Und jetzt, wann müssen wir die wieder auflösen? Okay. Klappt das jetzt, wenn das direkt drauf liegt? Ist es dann so erstickt oder was? Nee, überhaupt nicht. Okay, gut, das müssen wir auflösen. So, warte mal. Was, wie genau müssen wir es jetzt auflösen? Ich glaube, das ist egal, oder? So. Da liegt's doch gut. Okay. Okay, okay. So, okay, dann machen wir jetzt mal hier Level is und holen uns das Baba. Weil die Lava. Oh, 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 oh. Na gut. Okay, wir müssen nicht nur das rechte Lava eindämmen, sondern auch das linke. So, können wir da einfach hier das. Ich brauche ja Flag ist Shift, brauche ich nicht mehr. Können wir das hier einfach zubauen? Ich glaube schon, oder? Reicht das? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ah! Ah, wir können uns völlig frei bewegen, mega gut. Level ist Baba. Nice, okay, Level ist Baba. Wir können uns bewegen. Oh, dieser Level wird so furchtbar. Ich sehe das schon. Das wird so schrecklich. Weiter geht's mit Canister. Canister? Canister? Okay. Is Word. Ach du Scheiße, was ist denn Is Word? Also erstmal, wir haben eine Rakete und wir haben Piepe, wir haben Baba, wir haben Flag Flag, Skull, Rocket, Belt is Shift. Is Word. Was zur Hölle ist denn Word? Wir probieren es mal aus. Okay. Is Word. Also wir kennen ja Is Text. Was könnte Is Word bedeuten? Is Word. Skull is defeat. Okay. Ja gut, Gewinnbedingungen ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir müssen erstmal checken, welche Werkzeuge haben wir. Belt is Word. Okay. Lohnt es sich, das selber rauszufinden? Ich kann mir nichts unter Word vorstellen. Also vielleicht sowas wie... Vielleicht so das Gegenteil von Text? Weil bei Text wird ja das Objekt zum Wort. Und bei Word wird das Wort zum Objekt. Oder man kann das Objekt als Wort verwenden. Belt is Word. Warte mal, vielleicht kann man das dann als Wort verwenden. Also wenn ich jetzt schreibe Belt is Word und jetzt mache ich das den... Mein Gott, gib mir doch, wenn du ein neues Wort einführst, dann gib mir doch ein bisschen Spielraum. Na wohl. Ach guck mal, das wird weiß. Das hier ist jetzt, wird zählt wie das Wort Belt.
Also der Gegenstand wird zu einem Wort. Aber nicht zu dem Textwort, sondern erzählt als Wort sozusagen. Okay. Ja, mega cool. Ich kann das ja trotzdem nichts damit machen, aber an sich ist es eine coole Idee. Doch, warte mal. Ich kann jetzt machen, ist Shift. Wert ist Shift. Wie gut ist das denn? Okay, 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 okay. Okay. Ja. Ist nett, ist nett. Okay. Also vielleicht müssen wir uns kurz mal überlegen, was das Ziel ist. Skull is defeat and skull. Also Skull kann nicht verändert werden, wenn ich hier einfach schreibe, Skull is bad, also oder so ein Quatsch. Sondern Skull muss irgendwie überwunden werden, so dass Flag is win hier steht. Also ich muss hier wieder irgendwas reindrücken oder so. Oder hier Skull ist irgendwas. Wahrscheinlich Skull ist Shift, nehme ich mal an, oder? Weil die sind nach unten ausgerichtet. Das heißt, alles, was ich dann hier drauflege, wird nach unten geschoben. Okay. Ich glaube, Skull is Shift ist mein Ziel. Wie kriege ich das hin? Ja, aber guck mal, wie es am Anfang aussieht überhaupt. Belt is Shift is Word. Das kann ich auch bewegen ein bisschen, aber nicht viel. Belt is Shift. Naja, ich müsste ja irgendwie eher die Worte selbst hier hinbringen. Wie geht das denn? Also diese Pipes sind schon so angelegt, dass ich das nicht einfach runterschieben kann. Belt is Word. Was bringt das eigentlich? Weil Belt is Shift kann ich ja auch so formulieren. Also ich könnte zum Beispiel das Is könnte ich nach unten verfrachten. Wenn ich hier sowas schreibe. Ah, das Belt könnte ich sogar auch nach unten verfrachten. Ja, okay. Das Is könnte ich aber auch nach unten bringen. Ich bräuchte eigentlich das Is und das Shift irgendwie unten. Aber wie ist die Frage? Eigentlich müsste ich erst das Schiff durchbringen. Nicht hier hin, ne? Belt is Shift. Und dann, ja, also das ist, kriege ich runter. Nichts. Okay, wir müssen verstehen, was uns dieser Begriff Word hier bringt. Der bringt uns, dass wir hier einen Satz bauen können ohne das Wort Belt. Wir könnten zum Beispiel einen vertikalen Satz bauen. Warte mal. Wenn ich das mache wie gerade eben, also zum Beispiel so, und dann jetzt
nämlich das Belt is World. Und jetzt steht hier ja vertikal wieder Belt is Shift. Weil das ja zu dem Wort wird. Und dann schiebt es das nach unten. Belt is World. Ja. Jetzt kann ich es aber nicht mehr auflösen. Das heißt, ich bin ab jetzt hier unten stecke ich fest. Aber ich kann es hier rausholen. Und jetzt kann ich Skull is Shift schreiben. Aber ich habe nichts, was ich hier reindrücken kann. Und ich komme jetzt aber auch wieder hoch. Aber ich krieg keins der Wörter hier frei. Wie mache ich das jetzt? Wie kriege ich jetzt das Wort? Oder was soll ich da reindrücken? Ich kann ja das auch wieder hier Shift machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Rocket is Shift mache, dann kann ich ja das Wort eigentlich befreien von da oben, oder? Wenn ich das hier reinschiebe. Dann hole ich mir hier was. Aber dann kriege ich kein Shift mehr. Ich kriege jetzt kein Shift mehr hin. Ich kriege das nicht nach unten. Warte mal, wenn ich das hier hinstelle, kriege ich es irgendwie hier nach oben? Weil dann könnte ich hier vorbei, könnte wieder Belt ist. Ah nee, Word ist nicht mehr Belt. Naja, das würde man hinkriegen. Oder Belt is Word. Das würde man hinkriegen. Genau. Warte mal. Ich nehme jetzt das Word hier wieder raus, baue jetzt hier unten das wieder so um, dass hier das Belt is Shift steht. Und dann müsste ich eigentlich in dem Moment, in dem Belt is Word steht, müsste ich wieder ein funktionierendes Laufband haben und krieg eines der Wörter nach unten. Oder Belt is Word. Die Frage ist nur, welches Wort will ich haben? Ich glaube, das ist fast egal. Aber dann nehmen wir mal das Wort Word. Jetzt shiften wir das runter. Naja, eins reicht ja schon. Jetzt haben wir Word is Shift gebaut, unbeabsichtigterweise. Ich hoffe, das gibt jetzt keine Probleme. Nee, sieht nicht so aus. Und jetzt bauen wir Skull is Shift. Flag is win. Wo ist die Flag eigentlich? What? Hä? Wo ist die Flag? Ach, fuck, wir hätten das Belt schreiben können. Scheiße. Dann wäre... Ah, fuck, falsch gemacht. Ah, okay, gut. Etwas wird erst zur Flag. Okay, alles klar. Kein Problem. Alles gut, alles cool. Haben wir alles unter Kontrolle. Wir müssen nur das hier anders aufbauen. Ja. Ja, obwohl, das passt schon so. Wir müssen Belt runterschieben, nicht Word.
Ich dachte, weil Word das neue coole Wort ist, dass wir das jetzt halt mal einbinden in die Aktion, aber gut. Jetzt verstehe, mega cool. So, jetzt positionieren wir das mal hier hin. Skull is Shift. Well, the flag! Flag is win! Yes! Nice, sehr cool. Alter, Word ist mein Lieblingswort. Mein Lieblingswort ist Word. Avalanche. Level 5. Weiter geht's. Okay. Cliff is stop. Baba is you. Cliff is not fall and not Baba. Level is fall. Oh Gott, ey. Not on Baba. Scheiße. Also keine Spur von Win oder sowas in der Richtung. Ne? Also völlig egal. So, lass mich noch mal ganz kurz bitte raus, was hier passieren kann oder muss oder soll. Was soll hier passieren? Level is fall oder was? Level is not fall? Okay. 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 Ich verstehe. Level is Baba? Doppel Baba! Okay, bringt mir aber jetzt nichts. Okay, wir haben hier einen Win auf jeden Fall. Das habe ich vorhin übersehen, weil es fucking grün ist, okay? Sorry. Ich wusste nicht, dass Win mittlerweile grün ist. Alles klar. Also könnte zum Beispiel Level is Win könnte funktionieren oder Baba is Win oder sowas, okay. Was ist jetzt hier das Problem? Dass wir hier kein Is in der Nähe haben. Level is Fall. Und Win liegt hier ganz falsch. Wir können keinen Satz mit Win bauen, solange das so liegt. Cliff is not Fall and not Baba. Cliff is Stop, Baba is You. Was? Was ist denn mit Baba is Level eigentlich? Nicht Level is Baba, sondern Baba is Level. Okay. Okay, hätte ich mitrechnen können. Der schönste Tod, den es gibt. Cliff is Stop. Cliff is Baba? Cliff is Level? Was hat Level für Eigenschaften? Gar keine. Cliff is not Fall. Aber Level is Fall. Aber wenn jetzt Level is Fall, dann fallen die zwar runter, aber der gesamte Level fällt auch runter. Jetzt wird's abstrakt, weil jetzt haben wir sowohl den Begriff Level, als auch das, worin wir gerade sind, ist auch Level. Also... Ist jetzt hier vorbei eigentlich oder geht's noch weiter? Sind wir jetzt irgendwo in einer komischen Unterwelt oder was? Warte mal, hört mal genau hin. Wir können schon noch Dinge machen, glaube ich, in dieser Fall-Situation. Okay. Wir probieren das mal aus. Achtung. Wir schreiben jetzt mal hier is win. Ist das klug? Die Idee ist, dass wenn das hier runterfällt, müsste ja hier win stehen, oder?
erstens nein, zweitens, wir können Fall nicht mehr schreiben. Interessant ist halt auch der Begriff on, ne? Also was hier on soll. Ist not voll. Warum ist das kein gültiger Satz? Okay, ist ein gültiger Satz. Bringt mir aber nichts. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir Level is fall schreiben, warte mal, dann, jetzt müssen wir mal ganz kurz, wenn ich hier Level is schreibe, pass mal auf. Ich schreibe jetzt hier Level is. Weil wenn da steht Level is fall, dann fallen die beiden Klötze ja hier runter. Die sind dann hier und hier. Und dieses Feld ist ja frei. Das heißt, wenn ich es hinkriege, dann einfach den Move nach rechts zu machen, müsste es ja Level is win heißen, oder? Das müssen wir halt dann blind machen, aber das kriegen wir schon hin. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das jetzt machen mit dem is fall. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es die Lösung ist, weil es nicht on braucht. Und in der Regel braucht man alles. Aber angenommen, also wir müssen uns jetzt mal, Achtung, wir merken uns jetzt mal blind, was wir danach tun müssen. Wenn wir jetzt nach unten machen, dann brauchen wir danach ein weiteres nach unten, damit das Fall aus dem Weg ist. Dann brauchen wir oben, oben, links, 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 unten, rechts. Also, wir brauchen unten, unten. Nee, wir brauchen nur ein unten. Wir brauchen unten, oben, oben. Links, links, links. Unten, rechts. Unten, oben, oben. Links, links, links. Unten, rechts. Unten, oben, oben. Links, 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 unten, rechts. Geht nicht. Aber wir wissen jetzt nicht genau, was das heißt. Heißt das jetzt, dass gar nichts mehr geht nach Level is fall? Oder ist, geht da noch was? Warte mal, können wir mal ganz kurz beobachten, was in der Sekunde passiert, in der wir das machen? Bewegen sich die türkisenen Blöcke dann oder nicht? Schaut jetzt mal genau hin. Sieht das so aus? Guck mal, die bleiben schon noch ein bisschen länger da, oder? Warte mal, habe ich das gerade richtig gemacht? Unten und dann unten, oben, oben, links, 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 unten, rechts. Das ist eigentlich richtig. Unten, oben, oben, links, 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 unten, rechts, rechts. Nee, es geht nicht, es geht nicht. Vor allem, eigentlich müsste es ja, wir machen jetzt mal eine Trockenübung nochmal. Müsste es ja eigentlich, die Frage ist, was passiert, wenn wir Level is fall auflösen, nachdem es fall war? Kommt es dann wieder zurück? Nee, dann ist alles am Boden. Ich habe es ja direkt wieder aufgelöst. Also ich weiß nicht, ob meine Prämisse stimmt, dass wir nach dem Fall noch irgendwie mit dem Level interagieren können. Wir brauchen eine andere Idee. Wir brauchen irgendwas mit on. Vielleicht ist es auch nicht so ideal, dass wir die Cliffs zu Leveln machen, ehrlich gesagt. Aber wenn hier steht, Cliff is not fall, ist es schon verlockend, das zu Level zu machen, weil Level haben nicht not fall. Und fall ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie wir das hier aus dem Weg kriegen, oder? Wie kommen wir sonst an win? So, was können wir mit not und on machen?
Level is not fall. Baba is not fall. Baba on was? Ist, bringt uns überhaupt nichts. Cliff is not fall. Können wir auf Cliffs raus? Cliff is stop. Was bringt uns on? Lass uns mal was schreiben. Lass uns mal an die Überwelt denken. Lass uns mal schreiben, Baba on level is fall. Warum sind wir jetzt fall? Also sorry, da wird's jetzt aber unsauber. Warum ist jetzt, weil ich dachte in der Überwelt, aber wenn ich jetzt hier rausgehe, das wird gar nicht beachtet, ne? Aber on level is fall? Wann übertragen sich die Sätze von den Level in die Überlevel? Das check ich nicht. Weil manchmal, wenn man einfach schreibt, level is grass, geht's? Nein, stopp, stopp. Ja. Hört auf, Augen zu verdrehen. Ich hab's verstanden, was ihr mir sagen wollt. Durch eure Augen drehen. Eigenschaften von Leveln werden nicht von Leveln auf Überleveln übertragen. Lediglich Objektveränderungen werden übertragen. Ja, ich hab's verstanden. Also wenn ich definiere, Level is fall, dann gilt das nur für den Level im Level, nicht für den Überlevel. So, haben wir verstanden. Aber was zur Hölle ist denn dann on? Cliff ist Level, oder? Mann, das war doch eine gute Idee. Das Level kann fallen, also kann man die runterfallen lassen? Die Frage ist halt nur, drückt der das auch runter oder nicht? Das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube nicht. Ich erinnere mich, dass Text eigentlich Fall aufgehalten hat. Was mich irritiert, ist dieses On. Weil welche Objekte können hier überhaupt aufeinander stehen? Text können nicht aufeinander stehen. Level hat aus irgendeinem Grund die Eigenschaft Stop. Keine Ahnung, wo das herkommt. Warum Level einfach die Eigenschaft Stop hat, verstehe ich nicht. Also was soll On bedeuten? Eigentlich ja nur irgendwas on Level, weil wir haben gerade gesehen, aber das ist jetzt auch sehr abstrakt, bei... Es gibt ja technisch gesehen keinen Unterschied zwischen dem Satz Baba on level is fall und einfach Baba is fall. Weil Baba ist ja in diesem Kontext immer in einem Level. So. Wir können auch einfach schreiben Baba is fall. Cliff is not fall. Level on Baba is fall? So der Level, in dem Baba gerade ist? Guck da mal genau hin, was da passiert. Ey, dieses Not und das On macht mich kaputt. Ey, Level is not fall. Level is not on. Level is not fall. Ja, das ist ein netter Satz, aber der bringt einem halt auch gar nichts. Baba on Baba? Kriegen wir irgendwie zwei Babas hin? Nee, ne? Level is Baba? Ja, aber das Problem ist, wenn wir Level is Baba schreiben, dann fliegen wir raus aus dem Level. Dann geht's nicht weiter. Es bringt uns nichts, dass es Baba ist. Wir müssen hier schon mehr machen, glaube ich.
Select the level you want to enter. Warte mal, vielleicht können wir jetzt in Booby Trap nochmal was ändern, weil jetzt haben wir ja einen Baba aus einem anderen Level. Vielleicht können wir jetzt hier ist Level auch was anderes geben als Baba. Zum Beispiel Text. Nee, Text kriegen wir hier nicht hin. Wir kriegen nur was von unten durchgeschoben. Weil die Geister kann ich nicht ausschalten. Flag geht nicht. Es sei denn, ich krieg's hin, dass ich Flag genau hier aufhöre zu snaken. Aber selbst dann... Na doch, dann käme ich... Hier ist dann Flag. Nee, dann komme ich auch nicht dran. Ich glaube, das geht nicht. So, wie komme ich jetzt zu Avalanche nochmal? Select the level, das ist auch abgefahren, ey. So, Avalanche, okay. Ich meine, der Level heißt Avalanche. Das heißt, da muss schon irgendwas fallen, irgendwie was runterstürzen. Vielleicht können wir irgendwie ein Element davon abhalten, abzustürzen oder so. Aber selbst Cliff ist als not fall definiert und stürzt auch ab, wenn wir Level is fall machen. Also Level überschreibt da dann wahrscheinlich die einzelnen Sachen. Frage ist halt... Mann, ich würde es gerne verstehen, ob man mit dem Level noch interagieren kann, nachdem er abgestürzt ist. Weil der Level ist ja unten, aber eigentlich müssten die Elemente innerhalb des Levels noch so bestehen bleiben. Oder? Wie könnten wir das jetzt testen? Ob wir noch was machen können? Warte mal. Die einzige Interaktion, von der wir wissen, dass sie funktioniert, ist Level is Baba. Das heißt, wenn ich jetzt Level is Fall mache und dann noch einmal nach oben drücke, müsste ja eigentlich der Level zu Baba werden und wir müssten ihn verlassen, wenn meine Theorie stimmt, dass man mit dem Level noch interagieren kann. Wir testen es. Ich gehe eins nach oben. Fällt. Ich gehe noch mal eins nach oben. Es geht! Es geht! Es geht! Wir können mit dem Level interagieren nach Fall. Okay, okay. Aber warum hat denn dann vorhin meine Idee nicht funktioniert? Wahrscheinlich, weil Level... Level ist Fall. Warum... Warum hat das nicht funktioniert? Weil dieses Wort Level bezieht sich ja offensichtlich auf diese Objekte hier. Und wenn die Fall kriegen, müssen die runterstürzen. Warum hat das nicht geklappt? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Level is win. Müsste den Level ja beenden eigentlich mit einem Congratulations Screen. Und win wird auch nicht von dem nach unten gedrückt, weil Text hat immer Fall aufgehalten. Warum klappt das nicht? Ich glaube, wir müssen diese Objekte Level noch ein bisschen besser kennenlernen. Weil wenn ich jetzt schreibe, Level ist Baba, werden ja auch nicht diese Blöcke zu Baba. Das sieht man ja, die werden nicht zu Baba. Also das ist irgendwie ein sehr merkwürdiges Objekt, dieses Level-Objekt. Ich glaube, das kann man nicht ein... Also das ist halt einfach anders. Das folgt nicht denselben Regeln, glaube ich jetzt, ist meine Theorie.
Das kümmert sich einfach nicht um die Eigenschaften, die ihnen gegeben wird. Wir haben leider auch keine. Wenn wir jetzt sowas wie Push hätten, könnten wir das halt mal gut ausprobieren, wie man dir. Aber leider gibt uns dieses Spiel nicht die Möglichkeit. Weil die haben ja auch einfach so die Eigenschaft Stop, ohne dass es definiert ist. Also irgendwie sind die halt strange. Damit müssen wir jetzt einfach leben. Ich check halt nur on gar nicht. Also gar nicht check ich on. Null. Weil wir können keine Dinge übereinander schieben. Also keine zwei Objekte in diesem Level lassen sich übereinander schieben. Weil wir haben kein Shift, wir haben keinen Push. Wir können nichts aufeinander schieben. Also was soll das Wort on? Weil on bedeutet nur aufeinander. Nicht obendrauf, fällt oben drüber, sondern aufeinander. Was soll das bringen? Oder kann on auch darüber heißen? Nein. Was helfen mir diese Begriffe not und on? Level on, on level, Baba on. On ergibt keinen Sinn in meiner Welt. Cliff on, level on. Cliff is not fall and not Baba. Also Cliff kann nur zu Level werden. Cliff kann nicht fall sein. Text kann nicht fall sein. Baba kann fall sein, was nichts bringt, gar nichts. Cliff is level ist für mich der einzig sinnvolle Move hier, der uns zumindest theoretisch weiterbringt. Cliff is not fall and not Baba. Level is fall, Baba is fall. Baba on, was ist on? Ey, das ärgert mich. Das Einzige, was wir on haben, ist das hier. Ich weiß gar nicht mal, wie diese Art von Objekt hier heißt. Steine oder sowas. Stones. Cliff is stop. Ja, aber Level ist auch stop. Baba is you. Wir können fast nichts bilden hier an Wörtern, ey, an Sätzen. Baba on. Level on. Wir können nirgendwo drauf. Nirgendwo drauf. Baba on bringt nichts. Level on. Level on Baba ist. Das ist alles Nonsens. Alles Nonsens-Sätze. Bringt nichts. Level on Baba is fall. Level on Baba. Warum ist das fall? Level on. Weil technisch gesehen bezieht sich das jetzt auf die Überwelt, wo Baba gerade auf dem Level steht, oder was? Oder ist damit dieser Baba hier gemeint, der in irgendeiner Weise in dem Level ist? Ich verstehe das überhaupt nicht. Not level on Baba is fall. Ey, wir probieren jetzt einfach Sätze aus.
bedeutet dieser Satz, wenn etwas anderes als Level auf Baba steht, dann ist Baba voll. Na okay, ist ein sinnvoller Satz zumindest. Nein! Hilfe! Ich meine, vielleicht ist es ja auch so ein Fake-Level, dass es gar nicht um Win geht, sondern ich irgendwie nur den Level manipulieren muss, aber ich glaube nicht. Weil wie gesagt, das Einzige, was ich machen kann, ist Level ist Baba und das bringt nichts. Und diese ganzen On-Dinger, die übertragen sich ja nicht in den Überlevel. Vielleicht Level ist not Baba? Das bringt auch nichts, ey. Ich verstehe auch nicht, wann der Level sich auflöst und wann nicht. Jetzt löst er sich auf. Puh. Aber wir haben gesehen, dass wir nach dem Level Fall noch damit interagieren können. Die Frage ist nur, was können wir für eine sinnvolle Veränderung durch Fall herbeiführen, dass es das wert ist. Das Einzige ist, dass wir diese Cliffs entfernen. Und das geht nicht. Und wenn wir sie zu Level machen, dann geht's aus irgendwelchen Gründen, glaube ich, auch nicht. Das heißt, wir müssen es irgendwas... Baba ist voll, bringt nichts. Cliff ist stop. Baba on. Baba on, Baba ist was? Cliff on bringt auch nichts. Alter. Meine Herren, hab ich gar keinen Ansatz gerade. Level ist voll. Baba ist ja nicht das Problem. Problem ist ja Cliff und Win und Level und so. Level is not fall. Cliff. Cliff. On Level ist irgendwas? Ja, aber Cliff ist halt not fall, so scheißegal in welcher Situation. Dieses On macht mich wahnsinnig. Weil ich glaube, dieses On muss in diesem Kontext was anderes heißen. Und es muss sowas heißen wie ist in diesem Level oder irgendwie so ein Crap. Weil, also das ist so komisch, dass Baba On Level ist Fall, dass das triggert. Weil was genau bedeutet das denn? Dass Baba in dem Level ist und dadurch, also dass irgendwie auch so eine On-Beziehung ist. Also es muss irgendwie... On bedeutet in dem Kontext so viel wie in diesem Level.
Frage ist, ob ich es auch andersrum machen kann. Baba is not on level. Aber on, glaube ich, kann nur auf der linken. Baba on level is not. Baba is not on level. Welche, vor welcher Eigenschaft kann dieses Not stehen? Ja, eigentlich nur vor Fall. Oder vor Level oder vor Baba. Not Level is Fall. Also alles außer der Level fällt. Moment, was ist jetzt hier passiert? Not Level is Fall. Not Level scheint anscheinend Baba und dieses Grünzeug zu beinhalten. What? Was ist denn mit Not Baba is Fall? Jetzt haben wir endlich dieses Grünzeug aus dem Weg, was uns schon die ganze Zeit gestört hat. Was genau bedeutet Level? A cliff is not fall. Okay, das habe ich schon gecheckt. Also wenn alles fällt, fällt alles außer Cliff. Cliff on. Es bringt nichts. Cliff on not level. Not Baba is fall. Baba is not. Was soll dieses fucking on sein? Not level is fall. Not Baba is fall. Not level on Baba is fall? Ey, wirklich, ich baue jetzt nur noch Nonsens-Sätze zusammen. Weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert hier. Was bedeutet dieser Satz jetzt? Alles außer der Level, was auf Baba ist, fällt. Also nichts. Was ist mit no... Oh, gefährlich, gefährlich. Ich drehe es einfach um, weil... Warum nicht? Not Baba on level is fall. Jetzt lass mich noch mal ganz kurz eine. Warte, gib eine Minute. Ich brauche eine Minute. Gib mir mal Cliff is Level. So, und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Weil wenn ich jetzt schreibe, not level is fall.
Was passiert da mit den... Ja, die werden auch nicht fallen, so. Das ist ja... Aber wenn ich schreibe, Not Baba ist voll, fallen dann die Level, ist die Frage. Not Baba... Nee. Warum fallen die Level nicht, Mann? Was, warum denn nicht? Alles außer Baba ist voll. Warum denn dann nicht die Level, Mann? Ich meine, können doch so dieses On, ey. Not Baba On. Alles, was im Level ist, was nicht Baba ist, fällt. Könnte es sowas heißen? Warum fallen die Level nicht? Ciao. Freunde. Das war's für diese Woche. Aber wir haben einiges geschafft. Ich gehe jetzt hier nicht beleidigt ins Wochenende, weil wir haben einige Level geschafft. Vielleicht haben wir ein bisschen hier und da lange gebraucht, aber es passt schon. Ey, es ist Meta. Wir sind jetzt in einem so ultra weirden Level. Vielleicht ist es der letzte, ich habe keine Ahnung. Aber wir kommen voran, das ist das Allerwichtigste. Ich mache mir da erst dann Sorgen, wenn ich in einer Folge keinen einzigen Level schaffe. Aber ich würde sagen, wir haben einiges geschafft. Es geht voran. Nächste Woche, keine Ahnung. Diese Level verwirren mich, aber dafür sind sie da. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Seid auf jeden Fall heute auch um 20.30 Uhr bei Alles Mögliche, falls dabei. Donny und Mara sind dabei, es wird großartig, haut rein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich versuche die ganze Woche, immer wenn ich mal irgendwie so ein bisschen Klugheit übrig habe, so im Rest des Tages, hau ich in den Beutel, bringe ich mit, für den nächsten Freitag, dann machen wir hier weiter. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao.